Fazit in drei Sätzen. Die CDU steht weiter für Jamaika bereit. Wir arbeiten das Wahlergebnis bereits jetzt in der nächsten Zeit intensiv auf. Und die personelle Neuaufstellung der CDU vom Vorsitzenden über das Präsidium bis hinein in den Bundesvorstand werden wir ebenfalls zügig anpacken. Mein Ziel ist es, was immer in meinem Leben mein Ziel war, Gegensätze zu versöhnen, zu einer Gemeinsamkeit zu kommen. In unserem Namen Union ist das enthalten. Und ich wäre froh, wenn das in dieser schwierigen Phase für die Partei gelingen würde, dass wir mit neuen Persönlichkeiten einen Neuanfang machen, ob am Ende in Regierung oder in Opposition, ist dabei nicht die wichtige Frage. Die wichtige Frage ist, dass eine bürgerliche, starke Volkspartei in Europa zu neuen Erfolgen kommt und mit neuem Elan ihren Beitrag leistet zur Zukunft des Landes. Vielen Dank. Vielen Dank, wir kommen einen schönen Abend noch. Auf Wiedersehen.